Wir hatten viel vom Spiel und hatten in den letzten Partien auch gegen Werner und auch gegen Alsterbrüder ein bisschen Pech gehabt. Deswegen fühlt sich das heute natürlich dementsprechend sehr gut an und auch zu Null haben wir auch taktisch sehr gut gespielt. So. Niederlagen sind immer bitter, aber wenn man das heute gesehen hat, wir haben gegen eine Mannschaft gespielt, die deutlich jüngeren Altersschnitt hat als wir, die läuferisch viel aktiver waren, die einfach mehr wollten, die das Derby vielleicht auch ein bisschen mehr angenommen haben. Da bin ich auch ein bisschen enttäuscht von meiner Mannschaft, dass die heute ja, so ein bisschen laissez-faire angetreten ist, aber eben nicht mit dem nötigen Ehrgeiz, nicht mit dem nötigen Willen. Wird zu besprechen sein, die Geschichte. Die Saison ist lang, 3 Spieltage ist erst rum, dann ist das halt so. Ja, der Schlüssel zum Sieg war natürlich, dass wir das taktisch sehr gut gespielt haben. Wir hätten in der Offensive mit einer Dreierkette gespielt, dass wir Überzahlspiel auch im Zentrum hatten. Dementsprechend immer ein Anspielposition mehr und das hat man auch 2-3 Mal ganz gut gesehen, dass wir viele Bälle auch in die Tiefe gespielt haben und die auch gut verwerten konnten. Jedes Spiel geht bei 0-0 los, ne? So, und das ist nächste Woche Samstag, spielen wir bei Paloma an der Bruckner Straße und ja, also ich wäre fehl am Platz, wenn ich nicht sagen würde, wir fahren da nicht hin, um zu gewinnen. So, also das ist schon mal völlig klar. Und wir werden hier auch weitermachen, melden jetzt bestimmt nicht ab, sondern wir ziehen die Saison durch und versuchen sicherlich auch nächsten Samstag wieder 3 Punkte zu haben. Also wenn wir weiter so konzentriert arbeiten und unsere eigenen Fehler auch dezimieren, dann werden wir nächste Woche wieder Vollgas geben und dann gucken wir mal, was Ende nach 90 Minuten rauskommt.